herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial-Video hier bei Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at. Ja, Thema unseres letzten Tutorial-Videos war das Thema Positionstrading. Haben uns angeschaut, was ist dort wichtig, welche Vor- und Nachteile gibt es etc. Ja, und heute widmen wir uns dem Thema Swing Trading. Etwas, was also von sehr, sehr vielen professionellen Händlern betrieben wird, also auch semi-professionellen Händlern und auch jene, die also gerade erst zu beginnen mit dem Trading. Was steckt eigentlich hinter dem Thema Swing Trading? Nun, der Sinn und Zweck von Swing Trading ist es, Schwünge auszunutzen. Das heißt, Schwünge in einer bestimmten Trendphase. Das heißt, meistens beschäftigen wir uns mit dem Thema Swing Trading in sogenannten trendbestätigenden Formationen. Und der typische Swing Trade dauert in der Regel zwischen einem Tag, wenn man also relativ rasch ausgestoppt wird und der Trade vielleicht gegen einen läuft, und maximal 1, 2 oder 3 Wochen. Das heißt, so 1 bis 10, 15 Tage ist so in der Regel der typische Swing Trade. Thema, das wir beim Positionstrading auch besprochen haben, war Fundamentaldaten versus Charttechnik. Was ist also hier wichtiger? Die Fundamentaldaten spielen nur noch eine untergeordnete Rolle. Warum? Wir sind ja nur zwischen 1 und 10, 15 Tage im Trade drinnen. Ob jetzt eine Apple im nächsten Jahr mehr iBooks, iPhones oder sonst irgendetwas verkauft, wird also nicht wirklich für diese Zeitebene von 1, 10 oder 15 Tagen von Relevanz sein. Das heißt, die Fundamentaldaten gehen da etwas weiter in den Hintergrund. Wesentlich wichtiger wird aber hierbei die Charttechnik. Das heißt, jeder, der sich mit Swing Trading beschäftigt, sollte also absolut felsenfest sein, was also das Thema Charttechnik betrifft. Candlesticks, Techniken, Unterstützungen, Widerstände und so weiter und so weiter. Ja? Heißt Fundamentaldaten versus Charttechnik. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, dann kommen wir zum Thema Zeitebenen. Haben wir auch ein bisschen bei Positionstrading hineingeschmökert. Welche Zeitebenen benutzt man typischerweise vom Swing Trading? Ich kann also da wiederum auch nur von dem sprechen, wie ich es benutze. Der Wochenchart ist für mich die Zeitebene, in der ich also die langfristigen Trends erkenne. Wochenchart, ganz, ganz wichtig. Ich möchte natürlich auch in Richtung des langfristigen Trends auch im Swing Trading traden. Des Weiteren benutze ich den Wochenchart, um dort mögliche Unterstützungen oder Widerstände im Chart auszumachen, die ich vielleicht in einem Tageschart übersehen würde. Ja? Tageschart ist wiederum die Zeitebene, wo ich mir meine Setups suche. Setups können jetzt zum Beispiel Formationen sein, altbekannt, Flaggen, Wimpel, Dreiecke, Double Tops, Double Bottoms, SKS-Formationen, Cup and Handles und was es da nicht alles draußen noch so gibt. Das heißt, der Tageschart ist für mich da, um also meine Setups zu finden. Des Weiteren möchte ich auch im Tageschart den mittelfristigen Trend traden. Und den bestimme ich dort mit dem 50-Tages-Durchschnitt. Das heißt, ich möchte in Richtung des 50-Tages-Durchschnitts traden. Zeigt der 50-Tages-Durchschnitt in Richtung Norden, heißt das für mich Long-Freigabe für Kaufen und Halten von Positionen. Ich werde also nie einen Swing-Trade machen auf der Kaufseite, also sprich auf Long, wenn der 50-Tages-Durchschnitt erfallend ist, sprich gegen mich läuft. Ganz, ganz wichtiges Thema. Die kurzfristigen Zeitebenen, 15-30-Minuten-Chart, kommen natürlich auch hier zum Einsatz, im Gegensatz zum Positionstrading, eher mehr für das Feintuning. Ja, das heißt, ich schaue mir an, wie läuft zum Beispiel ein Breakout, ja, habe ich viel Volumen, wenig Volumen. Ich benutze auch kurzfristige Zeitebenen, um so Themen wie Webtrading und so weiter mit einzubauen. Ja, oder auch, ob ich da kurzfristig, also im Tag, einen Trend habe, keinen Trend. Aber auch für das Traden von meinen Gewinnen benutze ich ganz, ganz gerne einen 30-Minuten-Chart. Kommen wir also zum Schluss noch zu den Vor- und Nachteilen von Swing Trading. Vorteil ähnlich wie beim Positionstrading. Ich kann Gaps für mich nutzen. Ich bleibe ja über Nacht in Positionen drinnen. Und wenn ich jetzt bestimmte Trends habe und Aktien gerade explodieren, dann ist es meistens auch so, dass die eben einige Tage eben ganz, ganz gerne mit Gaps nach oben gehen. Das heißt, diese Gaps kann ich zu meinem Vorteil eben auch nutzen. Ich kann auch sehr kurzfristige Trends nutzen. Ich brauche also nicht einen ganz, ganz starken Markt, der über Jahre hinweg in einer Steig- oder Fallphase ist, wie beim Positionstrading, sondern es reicht mir schon, wenn einmal der S&P oder der DAX einmal 2, 3 Monate nach oben geht oder nach unten geht, dann kann ich bereits kurzfristige Trends sehr, sehr schön im Swing Trading nutzen. Spesenbelastung, das ist eben jetzt dann schon ein bisschen der Nachteil. Die Spesenbelastung wird natürlich größer. Und dementsprechend ist auch die Auswahl des richtigen Brokers ein ganz, ganz wichtiger. Ja, dem Thema muss man sich einmal widmen, schauen, was man über das Jahr für Spesen bezahlt und das vielleicht mit anderen Brokern oder Banken dann auch vergleichen. Nachdem das Gap eine Chance sein kann, habe ich natürlich auch hier, ähnlich wie im Positionstrading, auch das Risiko, über Nacht Positionen zu halten. Da kann zum Beispiel eine Meldung kommen, wie bei
Biotechnologieaktien, also ein bestimmtes Medikament aus der Pipeline verschwindet und hoppala, die Aktie geht 10, 20, 30% über Nacht nach unten oder sonstiges. Ja, Gap-Risiko auf alle Fälle, auch beim Swing Trading immer wieder da und immer wieder ein Thema. Ja? Gut, das war's dann auch schon mit dem Thema Swing Trading. Ja? Nächstes Mal im nächsten Tutorial-Video werden wir uns dem Daytrading widmen. Ja, auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Klingt immer etwas risikoreicher, ist es aber letzten Endes nicht. Aber genauen Themen werden wir dann nächste Woche noch besprechen. Ich freue mich auf alle Fälle auch wieder darauf, auf die nächste Folge bei Keep It Simple zusammen mit mir, Achim Mautz von www.ratgebergeld.at.